Oh, schön, die Baumallee jetzt hier. Die müssen wir halt wieder abholzen. Wir brauchen ja das Holz. Scheiße. Brauchen im Lagerhaus unbedingt ein Bett. Oder so? Das gibt's nicht. So, hier ist alles sicher, alles sicher. Alles sicher. Gut, dann hauen wir uns doch mal aufs Öhrchen, würde ich sagen. So. Oh, ich will doch so viel machen. Das ist echt Wahnsinn. Und die Aufnahmezeiten sind dafür immer zu kurz. Ich kann ja nicht immer 4 Stunden aufnehmen, ne? Das ist, ist halt so. Ich würde auch gern mal hier. Ach, wie schön das Haus hier, da die Sonne jetzt reflektiert. Toll. Die Lichtstrahlen zum Fenster reinkommen. Auch toll. Ich würde auch gern mal hier drin jetzt, ich würde mir jetzt die ganzen Gebäude, die wir schon erschaffen haben, mal innen drin ein bisschen einrichten und so. Warum steht denn schon hier die Kuh da draußen? Ich verstehe das nicht. Mann. So viele Kühe sind doch da gar nicht drin, dass sie sich gegenseitig rausdrängen. Wir müssen natürlich auch viel Wolle scheren. Das könnten wir eigentlich jetzt mal machen. Habe ich denn schon Scherwerkzeug? Weil wir brauchen ja noch ganz, ganz viel. Das müssen wir regelmäßig machen, dass ich viel Wolle für den Leuchtturm habe. Weil da habe ich ja noch gar nichts. Stimmt. So. Kommt her, ihr Schäfchen. Wo ist denn hier der Eingang? Geh mal weg da. Geh mal weg da. Weg da. So. Und jetzt geht's mal hier an die Schafe schnippeln. Juhu. So. Das Geräusch ist schön. Dieses Schnipp, Schnipp. Toll. Lololol. Schafe sind zum Schnippeln da. Ja. Na, 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 na. So, da war doch noch einer. Da, da, da ist er, da ist er. Der will sich wohl hier. Gibt's ja nicht. Aus der Affäre ziehen möchte er sich. So. Her mit der Wolle. Hey, Wolle! Wie geht's dir? Komm schon. Eine Wolle-Party. Ihr wollet's doch auch. Haha, so. Her damit, her damit, her damit. Schnippelschnapp ist er ab. Zack, zack. Fantastikerisch. So. Ist hier noch einer? Noch nicht bedient? Du bist noch nicht bedient. Hier. Und du. Und du. Guck mal, jetzt haben wir schon... Jetzt können wir schon keine Wolle mehr mitnehmen, weil wir schon so viel aufgesammelt haben. Scheiß auf das Ei. Zack. Schnippel die Schnapp. Schnippel die Schnapp. Schnippel die Schnapp. Schnippel die Schnapp. Yeah. Du musst einfach nur mit gedrückter Maustaste hier durchrennen. Das ist Wahnsinn. Dann erwischst du schon die richtigen. So. Da draußen ist noch eins. Können wir ja auch mitnehmen. Ja, oh, oh. Scheiße. Und eine Spinne. Ich höre eine Spinne. Schnippel die Schnapp. So. Schnippel die Schnapp. Das soll fürs erste Mal langen. So, die können wir dann gleich mal im Lagerhaus eindingsen. Was kann man eigentlich... Jetzt, was macht die Spinne hier drinne? Verschwinde! Na, kommst du noch mal oder was? Komm mal ran hier, du Drecksvieh. Ihr bleibt da hinten. Oh, ich wollte schon wieder abhauen. Da sind sie immer schnell unterwegs, die scheiß Schafe. So. Gut. Haben wir uns jetzt mal bäuerlich betätigt. Zack, 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 zack. Und hier müssen noch überall Laternen hin. Das wird auch schön, wenn hier alles mit Laternenlicht ausgeleuchtet ist. So. Cool. Also unsere Welt nimmt langsam Gestalt an und mir gefällt sie immer mehr, muss ich sagen. Die fügt sich hier echt gut in die Mappe ein. Man kann sich dann vorstellen, wenn das hier dann auch wirklich eine richtige Wand unten hat, so was, wie so ein Hafen das eben auch hat, dann sieht das auch cool aus. So. Ach, Kisten. Habe ich eigentlich noch 2, 3 Kisten? Boah, wir müssten noch so viele Kisten. Ah, guck mal, 7 Stück haben wir noch. Hm. Das Holz brauchen wir halt noch. Das Holz brauchen wir erstmal nicht. Dann tun wir das mal da rein.
Zaun können wir auch erstmal da reintun. Fleisch. Hier war doch irgendwo Fleisch, ja. Wo waren das? Da vorne. Eier. Fleisch, da haben wir Fleisch. So. Und Fisch. Ganze 4 Fische haben wir schon. Ach, jetzt habe ich das Holz. Ja, ich trottel. Das brauche ich doch natürlich. So. Komm, nehmen wir das auch mal mit. So, und dann machen wir nämlich daraus, Planken. Oh, wir brauchen noch so viel Holz. Aber wir haben ja unseren schönen Abholzwald. Das ist ja toll. So. So. So, denn es gibt natürlich nur eine geringe Anzahl von Kisten. Nehme ich genau 12. Na, ein bisschen mehr. Wir können ja immer hier noch ein bisschen rumschieben. So. 21 Kisten. Immerhin. So, die klatschen wir jetzt mal schnell hier hin. Dass wir dann auch irgendwo die Wolle reintun können. Dann müssen wir dann da auch noch die Dinger drunter bauen. Wahnsinn. Wir haben schon so viel gebaut, aber noch nichts fertig gemacht. Weil ich so viel, ich habe so viel vor. Ich müsste mir dann echt mal so vornehmen, für die nächste Aufnahme wird wirklich einfach nur fertig gemacht und sonst nichts. Da wieder hier, es brutzelt da gegen die Tür, der Drecksack. Kommen Sie herein, mach die Tür nicht kaputt. So, gibt natürlich schön XP für uns. Wir bräuchten noch ein Schwertchen, guck mal, da können wir auch die Schere reinpfeffern. So, Stiefelchen. Die sind ja gleich kaputt. Was essen müssen wir auch noch. Yum, 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 yum. So. Ach scheiße, jetzt wollte ich ja die Wolle. Ach egal. Wurst, wir müssen ja eh gleich nochmal zurück. So. Jetzt will ich aber erstmal das hier fertig kriechen. Und zwar müssen wir jetzt hier rein und dann müssen wir wieder auf den Grund des Meeres tauchen. So. Und weil das Wasser ja so schön realistisch jetzt ist, müssen wir ja quasi komplett bauen. Weil man das ja sieht, ne? Wenn das nicht bis zum Boden gehen würde. Vorher hätten wir es gar nicht gesehen, weil das Wasser da beim Honey-Texturenpack ja immer blau war. So. Dip, 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 dip. Stimmt das jetzt? Ich hoffe mal. Moment. Ah. Ja, das stimmt. So, jetzt haben wir unseren Pier quasi fertig. Unser Pier Prosnins. Piers Prosnin. Pier, da können wir auch eine Kiste hier vorne hinstellen. Können wir die Fische reintun. So. Und jetzt brauchen wir Couplets da unten. So, da machen wir hier, machen wir kurz Volé rein. Wir haben ja einen Haufen Volé. So, hier oben kommt Monstergedöns rein. So, und jetzt haben wir doch hier, da dürfte Couplestone sein. Den nehmen wir mal mit, nehmen wir mit. Und wir haben doch auch irgendwo, wo haben wir denn, wartet mit dir? Da wartet doch irgendwo. Da, guck mal, Bemoosterstein. Komm, Bemoosterstein. Ja, machen wir mal so. Da müssen wir noch ein paar. Wo haben wir da auch schon was davon? Nee, davon haben wir noch nichts. Da müssen wir mit der Schere quasi in den Dschungel rennen. Das könnte man dann eigentlich gleich danach machen. Nehmen wir die Schere mal mit. So. Und dann rennen wir mit der Schere. Na, super. Dann rennen wir der Schere in den Dschungel und dann müssen wir uns... Ach nee, wir haben ja hinten den... Ach ja, wir haben ja den Dings. Da können wir das ja auch machen. Wir haben ja den, hier, das da. Den Sumpf. So. So, und hier muss natürlich, weg. Hier muss weg. Das kann eigentlich bleiben. So.
Aber hier muss weg, hier muss weg, hier muss weg. Und da muss dann... So... Copley rein. Wie gesagt, das müssen wir noch alles hier alles noch ausbessern. So. Warte mal, das ist hier. Verdammt. Na. So, und hier kann man nämlich dann ab und zu mal zwischendrin so einen reinsetzen, habe ich mir gedacht. Der dann so ein bisschen bemoost ist, ne? Da hängt zwar quasi Grünzeug drinne. So, so. Dann kommt mal wieder eine Lage davon drauf. So. So, und dann noch natürlich noch von diesen Ranken, von diesen Lianen, die wir uns jetzt gleich noch holen, machen wir dann auch noch ein paar hin. Dann wirkt das alles so ein bisschen wie so ein, eben wie so ein, ja, wie so ein veralkter Steinhafen oder sowas. Oh, jetzt wird es schon ganz schön gewaltig dunkel wieder. Und wir sehen nichts. Und ich sehe auch nichts, außer Wasser und Cobblestone. So. Zack, zack. Sollte natürlich nicht so gleichmäßig sein. So, so und so. Da können wir dann hier auch mal vielleicht. Wo haben wir denn eigentlich her? Ach, da unten aus der Schlucht, stimmt, da war ja eine, so ein Dings, so ein Spawner. Ne, nicht aus der Schlucht, stimmt, das war ja da, wo wir, ah ja, okay, ja, ja, ich weiß wieder wo. So. Und das müssen wir dann natürlich noch bis zum Boden runterziehen. Und das kann natürlich dann auch ganz interessant werden, weil da können wir ja auch was reinbauen. Und man hätte natürlich, hätte man das auch so lassen können, dass das quasi so wie so ein Dings ist. Aber wenn ihr sogar so Hafen anguckt, alle größeren Häfen. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Das ist ja wunderbar. Und da hinten stehen wieder ein Haufen Creeper rum. So. Und die Ätna bricht aus. Da kann ich euch übrigens mal ein Lied ans Herz legen. Und zwar hat es der, wie heißt der? Der von Dedelic? Verdammt, jetzt ist mir der Name entfallen. Auf jeden Fall hat er mit dem Herrn Kronk zusammen, gesungen. Und das ist echt cool. Wie heißt denn der nochmal? Der Poki, genau, der Poki von Dedelic, der hat mit dem Kronk zusammen ein Lied gesungen und das ist echt cool. Nadel und Faden, das ist ja auch aus Edna. Edna bricht aus. Oder aus Harveys Neue Augen, soweit ich weiß. Und es ist richtig cool geworden, lässt sich sehr schön anhören. Oh, guck, da sind wir ja schon am Ende. So. Oh, da habe ich noch ein Loch gelassen. Natürlich für extra. Können wir mal so aus Spaß, dass man jetzt was sieht, können wir mal hier so was hinfackeln. So. Dass hier nicht so viel Monstreten rumgammeln dann. Ja, hinter uns ist eine Höhle, ich weiß. So. Und das müssen wir ja eh noch abbauen hier. So, unter Wasser dauert es natürlich immer ein bisschen länger. Ach, jetzt wieder dieser Krach vom Regen. Das ist immer so furchtbar. So, das ist nur noch Sand. Tauchen wir auf. Zack. Uah.